Hallo Leute, heute habe ich wieder ein Neuheiten bei DM Video für euch. Ihr wisst, das ist so eine Mischung aus einem Haul und ich zeige euch, was es so für neue Sachen beim DM gibt. Und ich würde sagen, wir legen mal direkt los und zwar mit diesem Produkt von P2. Ich war so beim Schminke durchgucken und habe gesehen, okay, die haben was Neues in der normalen Theke, also es ist keine Limited Edition. Und zwar soll das die Wimpern verlängern und es ist kein Wimpernserum. Dann habe ich es mal aufgemacht und es sind alles, also es ist wie so ein... Achtet bitte übrigens nicht auf meinen abgebrochenen Nagel, okay? Das ist quasi wie so ein Bürstchen und da hängen kleine Haare dran. Und man macht dann quasi eine Schicht Mascara drauf und dann macht man diese kleinen Härchen drüber. Und dann macht man wieder Mascara drauf und dann wieder diese kleinen Härchen, bis die Länge erreicht ist, die man haben möchte. Und ich habe es heute mal direkt ausprobiert und ich finde, dass die wirklich ein bisschen länger und auch ein bisschen voluminöser wirken. Also wenn euch das auffällt, dann schreibt es mir doch bitte mal in die Kommentare. Und das werde ich jetzt, denke ich, mal öfter benutzen. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr cool. Hat allerdings auch, glaube ich, 4,95 € gekostet. Da müsste ich jetzt nochmal nachschauen, aber es war nicht ganz so billig. Dann ist noch was, was ihr vielleicht noch für Halloween brauchen könntet. Ich weiß, es ist jetzt wirklich sehr knapp. Aber es gibt kleine Kunstblutkanister bei DM, wollte ich nur mal erwähnt haben. Falls ihr noch was braucht, gibt es nach Halloween höchstwahrscheinlich nicht mehr, aber... damit ihr Bescheid wisst. Dann musste ich mir natürlich auch einen der neuen Pinsel holen. Es kam jetzt diese Make-up Artist Pinsel von Ebeline neu raus. Und der hier hat mich jetzt besonders angesprochen, weil ich einfach nie genug von so Lidschattenpinseln haben kann, von Blenderpinseln. An sich mag ich es nicht so gern, wenn die auf beiden Seiten so einen Pinsel dran haben, weil man die schlechter aufbewahren kann. Aber ich habe gedacht, den mache ich einfach in meine Make-up-Tasche. Und dann muss ich den natürlich nicht irgendwo hinstellen, sondern dann ist es einfach der, den ich für den Notfall immer irgendwie dabei habe, wenn ich mal einen brauche. Und ja, werde ich jetzt mal austesten. Ich bin echt gespannt. Also wenn ihr eine Review oder sowas haben wollt über ein paar Produkte aus diesem Haul, dann schreibt es in die Kommentare. Dann machen wir weiter mit einer Limited Edition. Und zwar gibt es gerade bei Trended Up die Secret Desire Limited Edition. Und ich finde, die ist sehr weihnachtlich gehalten, was ich persönlich sehr cool finde. Zum Beispiel diese zwei Nagellacke. Oh, ich finde die mega geil. Also so Gold geht natürlich immer, so Glitzer-Nagellack. Und das hier ist, glaube ich, so ein richtig geiler Weihnachtslack. Das ist rot mit Glitzer. Kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Und dann habe ich noch einen Nagellack, der ist... lila mit so einem silbernen Schimmer, den finde ich auch richtig, richtig cool. Ich glaube, den mache ich mir auch demnächst mal drauf. Also den stelle ich mir sehr, sehr, sehr cool vor. Jetzt nicht nur an Weihnachten, sondern generell. Und dann gibt es noch einen Lipgloss, einen farblosen. Den finde ich, kann man eigentlich immer gebrauchen, kann man immer über einen Lippenstift drüber machen, den man dann glossy haben möchte. Und ich habe hier noch zwei Duo-Lidschatten. Das sind diese beiden. Es gibt, glaube ich, auch noch eins in Blau. Blau oder grün? Ich glaube blau. Und das hier ist jetzt in so lila Farben gehalten, also einmal so ein lila und so ein Roséton. Und das hier ist in braunen Farben gehalten. Kann man beides wirklich immer im Alltag tragen. Kommt wahrscheinlich auch so in meine Make-up-Bag rein, die ich öfter benutze. Und dann habe ich auch noch... Dann habe ich auch noch zwei Lippenstifte. Und zwar ist das eine die Farbe 020. Die sind auch in dieser Limited Edition. Und das ist ja wohl das klassischste Rot überhaupt. Das ist nicht so ein ganz helles. Ich habe immer das Gefühl, das kommt in der Kamera sehr hell rüber. Aber es ist so ein richtig schönes Rot, Dunkelrot, aber noch nicht so richtig Vamp-Dunkelrot, sondern so klassisches Dunkelrot. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr schön. Die Farbe sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen. Und dann habe ich noch diesen Lippenstift hier. Das ist minimal helleres Rot, aber es sind Glitzerpartikel drin. Also wieder sehr weihnachtlich. Ich bin jetzt nicht so der Riesenfan von Glitzerpartikeln in Lippenstiften. Aber für denjenigen, für den es was ist, ist es cool, finde ich. Also kriegt man ja jetzt auch nicht mehr so arg viel in der Drogerie, außer vielleicht bei Maybelline und so. Bei den teureren Sachen, wo dann so Glitzerpartikel in den Lippenstiften drin sind. Von dem her, günstige Alternative hierbei. Dann habe ich mir noch einen Tangle Teaser gekauft. Ich weiß, Tangle Teaser ist jetzt nicht neu in der Drogerie, aber guckt euch mal dieses süße Design an. Das habe ich jetzt auf jeden Fall vorher noch nicht gesehen. Das sind so süße kleine Hunde und das ganze, der ganze Tangle Teaser ist in rosa. Also sorry, da konnte ich wirklich nicht nein sagen. Der war so schön und mein erster Tangle Teaser, der muss langsam, glaube ich, mal entsorgt werden, weil die Borsten so verbogen sind.
Von dem her habe ich sowieso einen neuen gebraucht. Und dann habe ich noch dieses schöne Teil hier. Denn ich wollte euch sagen, ab jetzt gibt es auch wieder die Geschenksets bei DM. Ich habe letztes Jahr die Erfahrung gehabt, dass die kurz vor Weihnachten ratzefatz ausverkauft waren und dann die Kunden in den Laden kommen und dann einfach nichts mehr da ist. Deswegen solltet ihr euch die rechtzeitig holen. Ich habe hier von Alverde Winter Love. Da ist eine Duschcreme und eine Körperbutter drin. Kann man immer brauchen, finde ich. Und wenn es jetzt nicht so ein total persönliches Geschenk sein soll und man weiß, okay, ich will der Person vielleicht eine Kleinigkeit schenken, dann finde ich sowas immer ganz schön. Das heißt, man sollte mal da gucken, da gibt es gerade so viel. Es gibt auch, was ich sehr cool finde, glaube ich auch von Alverde ist das, so ein Shaker. Und dann sind da noch Beauty-Produkte drin. Also es ist wirklich für jeden irgendwas dabei. Finde ich total cool. Und damit beende ich auch dieses Video. Und ich würde mich freuen, wenn ihr nächsten Sonntag wieder einschaltet. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns am nächsten Sonntag in meinem nächsten Video. Tschüss!